Wir sind heute im Startplatz hier in Köln und heute ist DevOps for Kids. Kinder treffen sich hier zusammen noch mit ihren Eltern, um programmieren zu lernen. Unter anderem bieten wir an Robotik mit Lego Mindstorms, wir basteln Stromkreisläufe mit dem Arduino-Board und wir programmieren kleine Spiele mit Scratch. Wir haben Scratch gewählt, weil es eine richtige eigene Programmiersprache ist und den besten Einstieg bietet für Kinder, um das Programmieren zu lernen. Und zwar kann man da wirklich per Drag and Drop kleine Skripte zusammenstellen, die dazu führen, dass eine Figur auf dem Bildschirm hin und her wandert. Und die Kinder haben das super hingekriegt, innerhalb kürzester Zeit ein eigenes Skript zu schreiben. Wir haben heute auch Lego Mindstorms im Programm. Das bietet einen sehr guten Einstieg für Kinder ab 10 Jahren in das Thema Robotik. Wir haben so ein Spielpad, wo die Kinder zum Beispiel Reifenstapel wegschlagen mit so einem Rotor oder es gibt auch Reifenstapel, die weggeschossen werden müssen. Und es gibt eine sehr einfache Software von Lego selber, mit dem man auch per Drag and Drop einzelne Bausteine wie Motor ansteuern, die Schusseinrichtung bedienen, steuern kann. Und da sind die Kids auch sehr motiviert, haben die wildesten Ideen. Die haben schon Bazookas gebaut heute, um 20 von den Kugeln abzuschießen. Und es haben alle super Spaß hier. Auf der einen Seite den Strom reinspeist, dann kann man den irgendwo hier wieder rausholen, auf der anderen Seite. Ja. Kann man den dann auch auf eine andere überlagern? Genau, wenn du mit dem Kabel dann dran gehst. So, dann probiert jetzt mal. Also hier in Weile den Arduino einmal programmiert, mit dem ganz simplen Programm. Jetzt erklärt euch der Nico. Ja, Moment. Die können wir jetzt ersetzen durch eine... Wir brauchen mal Licht. Ja, ich möchte kurz als Vater was sagen. Ja. Ich denke im Namen aller Väter, Kinder hier, vielen, vielen Dank an das ganze Team. Ich habe gesehen, in jedem Raum hier war viel los und die Kinder haben nur ein Smilen, nicht nur bis zu den Ohren gehabt, das ging rund um den Kopf. Und ich bedanke mich im Namen aller Eltern hier für eure Arbeit und ich hoffe, dass ihr sowas fortführt, damit die Kinder wirklich davon profitieren können. Vielen Dank nochmal dafür. Applaus